So, Most of City starten. Bin mal gespannt. Denk mal, mit einer Pistole kann das hier ein relativ eindeutiges Match werden für die Mäuse. So, eine Decoy. Schnell Halle go aus. Boah, Ness auf das Opening gekommen in der Halle. Aber Trouble steht, Zongis steht. Boah, schöne zwei Heads von Trouble, 2 und 2. Boah, Kerrigan an der Main macht da leider nichts. Leichter HP-Vorteil für die Mäuse. Boah, wie schön synchron sie da gerade die Schächte runter sind. Das sah schön aus. Boah, Schachtstück Kerrigan hat aber für meinen Geschmack. Hätte noch warten müssen, bis Nuki da die Posis vielleicht ansagt. Unnötig, meiner Meinung nach, da gerade gestorben. So, einen hat er gesehen. Zweite im Toxic. Boah, da hat er auch keine Chance. Also, das war für mich zu schnell gespielt von Kerrigan. Hätte er ruhig auf Nukis Go warten müssen. Jetzt mal unabhängig davon, ob er da eine Chance hat gegen Schacht oder nicht. Aber da alleine direkt reinzufahren, erachte ich für einen Fehler. Tja, und so gibt Maus die nächste Pistole ab. Ich glaube, gegen, wie war das? MTF oder so hat man auch nur eine Pistole geholt. So, Kerrigan P250. Okay, auch mit Flashes. Oh, schöne Nate. Oh, Kerrigan hört noch die Steps. Oh, hat vielleicht einen Easy Frick. Ah, schade. Ness, guter Headshot. Oh, Trouble wollte hoch auf die Dosier-Posi. Schafft das leider nicht. Halle eingenommen. Sehr schön. Oh, Bodo sieht man leider nicht. Als Retake sitzt. Oh, schade, dass Nuki so wenig HP schon hat. Schade. Aber starke Eco von den Mäusen. Drei Waffen gemacht, zwei richtig low geschossen. So eine Runde hat man auch schon mal gewinnen sehen. Kleine Falle von Maus. Zu viert an der Rampe. Noch schon den Contact. Boah. Kriegen den auch. Waffe gepickt. Von. Frage von wem? Von Kerrigan. So, Halle ist drin. Schön, da gibt es sogar einen Teamfrag. Harpox steht auch noch. Boah, und jetzt muss man die Runde machen. 15 gammelt er nach vorne ab. Die Bombe ist noch Würmchen. Sie disposiert auch bekannt. Mit Autoshotgun keine Chance. Mit der Left 4 Dead Waffe. So, jetzt die Pose auch bekannt. Er hat zwar die Bombe. Auf AK geswitcht. Und keiner hat unten. Da könnte er sogar durchgehen. Spielt das Ganze aber langsam. Können wir nach alle oben. Ich weiß nicht, ob sie denken, dass sie die Bombe haben und es nicht wissen. So, jetzt endlich mal in der Schacht drin. So, Nuki müsst ihr noch jetzt sehen. So, Posi angesagt. Spielt das gut. Ah, sehr schön. Wie ist doch nichts da einfach vor ihm aufploppt. Aber geht doch. Die vorherige Eco war auch schon super. Und die jetzige hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Gelegen. So, auch auf Nuke spielt er eine Arbe.
Rockstar in der Main. Oh, schöne zwei Schüsse von Kerrigan macht. Fällt mir bisher. Kann man es ja mal merken. Zwei von zwei Schüssen getroffen. Schauen, ob iPlayer darauf direkt reagiert. Boosten da einen am Stein wahrscheinlich. Zieht Kerrigan das ab? Ne, steht da. Wir CTB ist defensiv. Sonics kommt oben hoch. Ah, schade. Da ist direkt der erste Schuss, der nicht getroffen wurde. Der zweite auch nicht. Probably erfolgreich in der Halle, wo auch immer da schon Pommes rausgegangen wurde. Wo sind jetzt für die Steps? Boah, nicht gut geaimt. Oder war, glaube ich, überrascht, dass der T schon so viel Gas dort gibt. Boah, lol. Also da war ja mal sowas von drauf. Du Halle jetzt drin. Boah, Lucky steht da gegen Vorraum. Bombe ist scheinbar da oben. Bombe schon wieder Würmchen da unten. Scheint so. Schöner Headshot. Scheint so die Standard-Drop-Pose zu sein. Oh. Und Lucky kann jetzt auch ansagen, wo es hingeht. Boah, wie blind Kerrigan ist. Boah, Bombe wird gelegt. Schnelle Retake. Vielleicht sitzt es nicht ganz so gut. Die zweite dafür. Boah, sie haben die aber nicht genutzt. Man hat, glaube ich, selbst blind davon. Oh, Ness kann es echt noch machen. Wahnsinn. Ach, bitter, ey. Ich glaube wirklich, dass sie da selber blind waren. Sonst wären sie schon längst weiter vor am Cat gewesen. Direkt einer hier, einer da. Oder halt zusammen irgendwie direkt vorgelaufen oder so. So, iPlay behält die Führung. Spinnen schnell in Halle Go. Apox, schöne Pose auf der Pommes. Schön nochmal abgesetzt. Macht 1, 2, dritten. Jetzt mit der P2000 und Kerrigan über der Main. Schön den Halle Rush aufgehalten. Apox hat die entscheidende Pose gehabt. Aber es kam auch wirklich kaum Grants. Von daher war es relativ easy da für die Mäuse. Kerrigan wieder außen den Frack gemacht. Bombe wird auch relativ schnell angegangen. Nuki da auch sein Supporter. Macht da einen schönen Job. Mit der Nate, mit den Bangs. Boah, kassiert Sonics durch die Smoke. Letzten beiden noch im Radio. Oh, der ist einfach nur überrannt. Erkennt Maus keine Gnade. Oh, 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 oh. Dankeschön. Starladder ist natürlich falsch. Und zwar gehört da natürlich das dahin. So, okay, genau das ist ein Equip raus. Box hat da Abgang. Steps hören sie auch. Trouble wieder Hallenfrack gesetzt. Boah, schönes Move von Aprox. Denkt dann in den Schacht rein und kommt weg. Ist da noch einer an der Treppe? Ja. Schön gedoppelt. LOL!
Schön gedoppelt von Apox und Sonix. Oh, komm schon. Langsamer schießen. Oh, dann auf den. Schade. Ich glaube, einen Hit hat er noch gemacht, oder? Ja, wenn er da ein bisschen langsamer mit der Pistole schießt, dann hat er auch wirklich da alle drei. Ja, natürlich werden jetzt die Server geflamed. What the fuck? Ping, obwohl ich immer 14 habe, zweimal schon. Ja, toll, das liegt ja nicht am Server. Das liegt dann halt eher im Routing. Und an seinem Anbieter oder so. Solange da nicht alle irgendwie Hyping haben, liegt es halt immer nur an dem Einzelnen. Und nicht an allen, oder ja, wenn sie alle Hyping hätten, dann läge die Ursache natürlich beim Server. So, nochmal ein schneller Hallo Rush. Damage-Iplayer aber auch schon am Anfang direkt immer frisst. Und Trump, die schiebt da in die Smoke rein. Kevin wurde außen weggeflecht. Diesmal Aprox derjenige gewesen, der unten Abgang gedeckt hat. Also an der Schräge. Vorhin war das ja Sonic Soot. Boah. Also man erkennt schon, wer dafür zuständig ist, dann zu schieben und so. Und diesmal kassieren sie die Frags, aber vom HP-mäßigen her ist die Runde sogar noch drin. Wenn zwei sind richtig low, Pardo Hälfte ungefähr. Das kann man mit ein bisschen Glück machen. Ah, oh, jetzt stirbt leider Kerrigan. Das war wichtig fürs iPlay. So, Halle wird auch abgelenkt. Nuki kommt noch über Main. Oh, vom Timing könnte es vielleicht sogar noch reichen. Wenn Nuki jetzt direkt Halle mithilft, macht er sehr gut. Ah, oh, Jumbly stirbt leider. Starke Runde von iPlay. Schade, also wenn Nuki ein Ticken eher da ist, beziehungsweise wenn Trouble einen Frag nach am Cat macht, hat Nuki dann vielleicht auch einen einfacheren. Trotzdem, das 5er Ergebnis spiegelt dann nicht ganz den Rundenverlauf wieder. Außen jetzt mal eine kleine Falle. Sonics auch da am Außencat. Kerrigan auch. Oh, er sieht die Lanze. Er sieht den Lauf. Oh, warum zeigt sich Aprox denn da? Unverständlich. Oh, Trimley! Schön, Mann. Da standen sie komplett in einer Reihe. Oh, pusht nochmal nach mit Splash. Oh, kriegt den nächsten, den dritten. Ist stark gemacht von ihm. Hört auch den letzten. Oh, er läuft ihm sogar noch rein und kriegt noch richtig viel Schaden. Sehr, sehr starke Runde. 3,5k da quasi von Trouble. 7 zu 4. Schön auch außen von Kerrigan da den Frick gesetzt, auch wenn ich es nicht verstanden habe, warum Aproxot gestorben ist. Kerrigan musste doch da die Ansage bringen. Aber vielleicht wurde hier auch ein bisschen Stress gemacht, wer weiß. Keine so guten Smokes. Boah. Oh, Fistwick sitzt mal wieder auf Seiten von iPlay. Oh, Flash von Chabli Richtung außen. Der zieht leider keiner rum. Sind schon alle unten. Chabli übernimmt die Schächte. Und nun geht die Türe, beziehungsweise Fenster. Stehen da ganz gut. Oh, hinten auch schon dicht, oder? Ja, Kerrigan, also sie sind komplett eingekesselt. Wo ist eigentlich der vierte? Er ist noch Vorraum.
So, Maus weiß wirklich gut Bescheid, wo sie da sind. So, nix macht den. Jetzt will T helfen. Oh, Charlie, was hinter dir auf? Boah, zum Glück versagt er sein Aiming nicht. So, schön das über Kreuzfeuer. Und jetzt nur noch Marco in der Halle. Er dreht sich nicht mal um. Und Kerrigan da im Close Combat. 8-4 die Führung für die Mäuse. Und das ohne Pistol. Das kann sich doch ganz gut sehen lassen. Sogar noch mal sparen. Boah, Trouble wird damit nicht rechnen, dass halt schon einer im Box ist. Ach! Das ist mir auch schon mal so gegangen. Dass du dann in das Eck willst. Und er hat es irgendwie, glaube ich, noch sogar gecheckt, dass er da nicht weiterkommt. Hat sich in dem Moment umgedreht, aber da war es schon zu spät. Marco auch irgendwie LMS Imaginary nach Epsilon Spiel 100% Cheat, sagt wohl alles. Hat Imaginary gewonnen oder was? Ah, doch nicht. 16-9 verloren. Beiden Runden. Also Maus gefällt mir schon ganz gut. Haben außen immer unter Kontrolle, schieben gut runter. Der Einzige, der hier fast noch nichts zu tun hatte, war Nuki an der Rampe. Wenn er Frags setzen konnte bzw. musste, dann war es immer irgendwo anders. So, jetzt verzögert wieder Kerrigan weggedrängt. Boah, wird gut weggeflasht. Wo ist der Support? Der fehlt komplett. Apox war da normalerweise immer in der Main. Jetzt runtergeschoben. Boah, schöner Schuss von Sid. Ach, gute Flash immer von Trouble hier jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Boah, zum Glück. Nicht gegen Main gesehen. Boah, bitter. Das ist ein bitterer Laufweg. Jetzt mal wieder in der knappe Runde. Aber vom HP-mäßigen. Jetzt Pardo. Weiß, dass einer im Schacht ist. Ach, jetzt gar Abrox. Wo ist die Bombe? Wenn sie oben Halle ist. Ach, schade. Ich wollte schon gerade sagen, wenn sie oben Halle ist, kann er instant Schacht hoch. Und dann hat er eigentlich den Vorteil gegen den letzten. Spam hier. Schöne Nades. Diesmal eher Richtung Main. Was? Also auch wenn Kerrigan da schon ganz gute Shots manchmal hittet. Irgendwie stimmt er dann doch relativ häufig. Schaubi macht da auch einen souveränen Job in der Halle. Aber irgendwie so richtig durchdacht, so durch richtig viel Teamplay arbeitet iPlay hier nicht. Aber wieder ein 2-on-2. Zum Glück ist Boxer vorm Radio. Bombe bei Sid. Kann man jetzt gut zu Cat legen.
Gar nicht mal so eine schlechte Ausgangssituation für iPlay. Z kriegt doch the Frick. Was kann Aprox jetzt machen? Posi ist unbekannt. Ein T läuft ihm rein, aber er gibt dir noch Headshot. Ganz, ganz wichtig. Oh, Flashes hat er noch. Vielleicht einmal. Oh, der kann es machen, weil er ihn ausruft an der Smoke. Sehr stark gemacht von Aprox, aber was Nester macht. Keine Ahnung. 11-4 trotzdem Führung für Maus, dafür, dass sie die Pistole verloren haben. Auf jeden Fall ein sehr eindeutiges Ergebnis. Wenn man sich vorstellt, wenn Maus die Pistole geholt hätte, dann kann man sich ja ausrechnen, was es hier für ein Spielstand geworden wäre. Möglicherweise ein ja, 13-2, vielleicht sogar ein 14-1. Irgendwie sowas. Also Maus gewohnt. Oder was ist gewohnt? Ja, doch dominant bisher. Schnelle Halle Go. Pardo steht aber gegen 2. Boah, M50 steht auch. Boah, der Halle Rush komplett einmal vereintelt. Pardo sogar noch mit relativ viel. Hat er einfach Box angelegt und Headshots gemacht von oben. So, beide Pistols gehen somit ein iPlay. Und trotzdem erst 5 Runden, das ist bitter. So, bei den anderen Matches führt überraschenderweise Eisenew mit 9 zu 4 gegen Faculty. Wasp führt auch gegen Alternate. Nette Zwischenergebnisse hier bisher. Ah, wie die Knives hier gezückt werden. Das ist ja lustig. So, Dotpixels führt hingegen 8-5 gegen Cplay. Und Fnatic ESC auch live. Fnatic dort 2 Runden schon. Was eine Orca hier außen. Ja, ihr hätten mal so perfekt getimed. Hätten sie komplett auseinandergenommen. So, jetzt geht's in die erste Equip. Für Maus. Kerrigan vielleicht mit Terrorarme. Ne, ich bin AK. Eher verhalten, einfach nur abdeckend. Oh, Nuki kriegt Headshot. Ah, von Anti. Von Außenkette hat er Headshot bekommen. So, Kevin fährt hinten durch. Kommt da auch gut runter. So, jetzt der Rampe-Split. Könnte vielleicht ein Fake werden. Da boxt dann auch an der Main. Scheint aber auch den zu schieben. Das wird ein Halle-Fake. Oder sie gehen über Schacht. Auch eine Möglichkeit. Also gehen sie doch Halle hoch. Und der Kerrigan unten durchgeschickt. Ist gut in Schacht reingekommen. Wenn es aber Probleme Halle die Fracks setzen, da stehen die CTs wirklich hervorragend. Aprox in der Main hat er auch keine Chance. Schon wieder eine 5-Runde. Auch wenn das davor eine Eco war. Aber das jetzt hier gegen Waffen gar nicht mal so schlecht. 8 zu 11. Muss noch mal sparen. 3-2, 3-4 nur. Mal bei außen. Boah! Krasse Shots von Ness. Was? Was?
Was? Was macht der bitte mit Farmers? Also wenn das mal nicht eine Frickster-Szene wird, wollte ich sagen. Wenn das mal keine Held for Ox-Szene wird. Vielleicht gibt's noch eine kleine Yopa-Avi. Wer weiß. Das waren krasse Headshots. LTV. Wasser LTV. Nice Shot. Nicht übel. Legt hier unten diesen Score gegen Maus hin. Die jetzt wieder mit Waffen unterwegs. Seid ihr wieder aggressiv? Boah, Nuki hat den noch nicht gesehen. Boah, sie passen, glaube ich, nicht auf da an der kleinen Minikiste. Boah, sie passen echt nicht auf. Sie gucken überhaupt nicht hin. So, der kann jetzt einen machen. Den zweiten vielleicht. Ne, Kerrigan mit dem wichtigen Refake. Hat doch nicht mehr so viel, also hat doch nicht viel Schaden gefressen. Von daher vielleicht nochmal alles gut gegangen. Also was muss man... Da muss man aufpassen. Boah, Travi gewinnt das Duell da leider nicht. Aber hat Sid low geschossen. Von daher... Doch ganz gut gemacht. So, jetzt wartet man, bis Nuki bei Kerrigan ist. Die beiden unten machen jetzt unten erstmal was. Und dann wird Sonics of Timing mit hinschieben. So, wenn er den Frick kriegt, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Boah, jetzt noch warten. Boah, Westland spielt das auch übel defensiv. Boah! Oh, Sonics kann den... Okay, kann den bangen. Schön, der Steg stirbt auch. Oh, one and two. Marco mit dem... Na, nicht ganz HP-Vorteil. Boah, das wird die Bomben... Boah, wie nice das auch gemacht war. Das Kerrigan, das war richtig stark. Dass er mit Low HP. Ne, Sonics war das dann wahrscheinlich. Dass Sonics mit Low HP die Bombe zu Kerrigan gibt. Sehr, sehr stark gemacht. Damit der Spieler mit viel HP da auch das Duell eingehen kann. Und das sehr wahrscheinlich dann auch halt gewinnt. Ich glaube, er richtet sich immer an diesen USA-Schriftzug aus. Der Smoke. Das dürfte seine sein hier. So, ist die nächste. Also auch die Smokes bei Maus liegen ganz gut. Wobei hier ein bisschen ein Schlitz ist. Also nicht ganz optimal, würde ich mal meinen. So, Abgang gewinnen wir jetzt wieder mal ein Duell. Pardo, glaube ich, direkt übernommen. Boah, damit rechnen sie nicht. Da deckt noch keiner ab. Schade, dass es nicht rumzieht. Hat jetzt aber den Frag. Und Nuki Halle drin. Sollte vielleicht... Gut, legt die Bombe noch, das schafft er. Boah, kriegt dann direkt Head von Ness. Und mit dem Bombenplant könnte es vielleicht sogar reichen. Auch wenn die Mäuse jetzt wenig Geld mit dazu bekommen. Boah, zweistellig für iPlay. Hm, und Maus erst mit 12, also. Das ist sogar noch drin hier für. Für iPlay. So, wieder Smokes außen. Die brauchen wir in der Regel aber immer ein bisschen. Da kommt er gut durch. Nuki hat auch endlich mal einen First Track gesetzt. Okay, wir gehen wieder unten. So, was macht man aus der Kontrolle? Kerrigan deckt diesmal einfach nur ab. Schon, jetzt laufen sie ihn rein. Oh, Refake. Oh, Refake, aber instant da von der Main. Sehr gut gemacht. So, außen bekannt. Da kann der freaking Cat sterben. Oh, man weiß, wo zwei sind. Nuki kriegt auch richtig viel Hits. Oh, die AE sitzt super. Oh, Smoke flasht da gut weg. Der CD pusht aber durch die Smoke durch. Oh, zum Glück steht Abhox da in der goldrichtigen Position. 13. Runde für die Mäuse.
13:10 der Spielstand. Der Play hat aber noch Geld. Könnten sich fast sogar noch eine Runde leisten zu verlieren. Globe auch mit Ave. Vielleicht Außenkette, ja. Den ersten. Das sind schon sehr unerwartete Moves, muss man sagen. Boah, da waren wir sogar irgendwie drauf. Aber so richtig behitzt sind wir nicht rumgekommen. Ey, was Ness heute drückt hier gegen Maus. Ist krass. Aber sie versteifen sich dafür eigentlich noch viel zu sehr außen. Rampe sind sie bisher immer durchgekommen. Jetzt hilft auch die Abe von Intercat. Boah! Schönes Aiming. Und jetzt vielleicht doch noch die Möglichkeit. Aber einer an der Tür, einer am Schacht. Aber der sollte sich vielleicht gar nicht Fenster zeigen, wenn das zu ist. Gelenkt. Pardo macht es dann am Ende doch auch selbst. 13:11. Also, das wird eine richtige Zitterpartie, oder ist es halt schon? Eco bei Maus, das wird dann wahrscheinlich gleich auch die Anschlussrunde wieder. So, Fickelty. 5 zu 10 in die Halbzeit gegangen, jetzt führen sie 5-1. Aber auch dort liegt der Favorit hinten. Boah. Also, iPlay verliert hier mehr Waffen in der Eco, in der Anti-Eco, als in den echten Equipped-Rounds. Trotzdem Runde noch nicht gewonnen. Zwei Waffen haben sie. Wir sind nochmal Vorraum. Einer, zwei und der Cat. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ach, schade. Wenn Nuki da das GL gewinnt. Boah, die Nate. Jetzt wird auch der Zweit angelegt. Apox hat auch leider keine Waffe. Jetzt stehen sie einfach. So, Anschlussrunde für iPlay 12 zu 13. Ich sehe schon wieder den Shitstorm auf Readmo. Sollte Maus hier wirklich verlieren? Hallo Go diesmal. Schönes Pre-Fire eigentlich von Harrigan. Ich glaube, er hat wirklich direkt in die Ecke reingeguckt. Und Maus baut nochmal um. Schickt Apox über außen. Türraum Dev. Nuki hat da Schlauch. Jetzt kommt es wirklich davon, was Apox ansagt. Oh, und Marco wahrscheinlich einfach Box rein. Verliert er das Duell gegen Trablet, der da wirklich den gleichen Move eigentlich immer macht. Boah, der Gas echt einfach nochmal rein. Also sie kassieren gerade nur. So, da ist der Ausgleich da. 13 beide. So, geldmäßig sieht es halt dunkeldüster aus. 4-3-3, 2-4, 2-5. Nein, das muss noch eine Eco werden.
Das soll dir tatsächlich eine 11-4-Führung nicht mehr reichen. Kerrigan selbst auf Teufel komm raus verlieren, suchen will. So, I play eine Runde davon entfernt, das Draw zu machen. Also, 4 T-Runden nur. Da wir nur da auch Pistol gewonnen, beide Pistols gewonnen. Ich meine, das Spiel ist knapp, aber ich hätte diesen nicht echt nicht zugetraut nach der ersten Hälfte. So, nochmal der Aufbau über außen. Grants. Schicken Kerrigan schnell in Abgang. Oh, und wo steht denn dieser Ness? Er stand da oben. Oh, hat er komplett die Smoke gedodged oder was? Ja. Ah, da fehlt vielleicht auch eine Flash in den Himmel da gegen die Posi. Sehr, sehr riskant. Sind sie auch wieder alle auf sich allein gestellt. Oh, und jetzt auch noch das nächste Dame-Duell. Also der Ness macht heute unglaublichen Job. Er drückt so viel um. 29-4-16. 76er Score. So ein schöner Headshot von Sonics. 2-3. Oh, Nuki eigentlich ganz gutes Timing da gegen den Abgangsspieler. Er schiebt weg. 30 Sekunden hat man noch. Man muss eigentlich Halle gehen. So, jetzt am Cats. Schönes Teamplay rausgezogen hinten vom Abgang. Und Anti-Cats sieht auch Sonics so zuerst mit den Füßen. I-Play hat das Draw. Wahnsinn. Wahnsinn. Was? Ey. Krass. So, selbst wenn sie die Runde jetzt verlieren würden, haben sie so viel Geld in der letzten. Das ist dann auch egal. Maus hingegen muss komplett alles investieren. So, und spielt diesmal schnell Rampe haben. Das haben sie noch nicht gemacht. Das könnte vielleicht aufgehen. Also sie kommen da easy durch, kriegen auch den Frag. Damit hätte Sid vielleicht aber auch rechnen müssen. So, Ness wieder einen in der Runde bekommen. Noch den zweiten. So, jetzt sind sie unten. Gut am Decken. Jetzt das vielleicht mal abbrechen. Boah, schöner Schuss von Kerrigan. Gegen den besten Mann auf dem Server vielleicht gerade. Warum gehen sie nicht echt einfach weg? Sie wissen doch, dass zwei unten sind. Warum gehen sie nicht echt mal hoch? Oh, und I-Play gewinnt. 16-13. Nach der ersten Halbzeit. Ich fass es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu nur sagen soll. Also, wir sind jetzt nicht mal irgendwelche Fails oder so direkt aufgefallen. Das ging auch teilweise so fix, also so zack, 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 einfach Headshots von iPlay und die Runde war vorbei. Klar, man hat viel außen gemacht, aber ich weiß nicht. Ja, ich kann die Maus gar nicht bewegen. Sehr seltsames Spiel, sehr krasses Spiel für eine von Ness. Krass. Also hätte ich nicht gedacht. Nachdem Maus da auch direkt die Vollrunde da geholt hatte, 11-4. Das waren ja wirklich teilweise sehr eindeutige Runden, aber genauso iPlay hier, das waren teilweise sehr eindeutige Runden. Vielleicht hat man hier jetzt einfach auch zu spät umgestellt. Ich meine, der Halle Rush hat man was versucht, der ging halt komplett auch in die Hose. Vielleicht hätte man wirklich eher mal was Rampe versuchen sollen. Und außen hat man, ist man halt überhaupt nicht klar gekommen mit diesen offensiven Picks, mit diesen Außenketten-Move und so. Ich denke mal, da wird man in Zukunft auch eine bessere Einnahme außen sehen, die man halt vorher entwickelt. Tja, aber dass so schnell ein Mausloss in der Season kommt, hätte wohl niemand gedacht, vor allem nicht gegen iPlay. So, die anderen.